Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Do-It-Yourself-Inspiration und zu einem neuen Video mit Silclay. Das ist diese Knetmasse, die nach 2 bis 24 Stunden komplett austrocknet und dann ihre Form hält. Ich habe mir hier einmal so eine bunte Auswahl zusammengesucht. Insgesamt 7 Farben, ein bisschen ein außergewöhnlicher Regenbogen, kein Rot dabei, dafür 2 Rosatöne. Ich zeige es euch einmal. Also die kann man richtig schön kneten und formen, auch kleine Teile davon abteilen und dann ganz verschiedene Sachen daraus modellieren. Und ich habe was ganz Spannendes geplant. Ich habe hier nämlich eine neue Silikonform. In diesem Fall mit Emojis. Ich zeige sie euch einmal von vorne. Ja, in Braun sieht sie jetzt nicht so ganz spektakulär, die Emojis, aber ich möchte einmal so den Regenbogen durchmachen. Ich habe hier 7 Stück. 7 Farben und ich werde jede Farbe 4-mal verwenden und die Knetmasse, den Silclay, dort hineingeben. Und nachher habe ich dann ganz viele total niedliche Emojis, hoffe ich jedenfalls. Ich habe hier noch 3 Magneten, die werde ich auch noch mit einarbeiten. Die kommen dann einfach mit in die Rückseite rein und nachher habe ich dann 3 kleine Magneten für meine Magnetpinnwand. Ja, ich starte einfach mal mit Orange. Ich nehme mir einfach immer so kleine Stückchen und drücke die hier ganz fest hinein. Wirklich schön bis unten hin reindrücken. Die sind ziemlich tief, die Behältnisse, diese kleinen Förmchen. Ich würde sagen so ungefähr 1,5 cm. Ich mache sie nicht komplett voll, sondern nur so, dass wirklich schön unten der Boden ausgefüllt ist. Ja, ungefähr bis zur Hälfte. Und dann drücke ich sie noch schön glatt hinein. Und so mache ich das Ganze einmal mit allen Farben. Ihr seht, alle 28 kleinen Förmchen sind jetzt befüllt. Ich habe mich hier bei dem Hörnchen-Emoji, bei diesem kleinen Teufelchen, doch für lila entschieden und bin von meiner Reihenfolge etwas abgewichen, wie ihr seht. Sieht richtig lustig aus momentan und es muss jetzt natürlich trocknen. Und bevor ich es zum Trocknen wegstelle, gebe ich noch in 3 Stück die Magneten mit hinten hinein. Ich schaue mir das Ganze einmal an. Ich nehme auf jeden Fall den hier mit dem Kussmund. Drückt die einfach leicht in die Rückseite. So. Und dann schaue ich noch mal weiter. Den mit den Herzchenaugen finde ich auch immer super. Und dann kommt jetzt eine schwere Entscheidung. Wen nehme ich noch? Ich glaube, ich nehme noch den mit den Teufelshörnchen. Für meine 3 Magneten habe ich mich dann auch entschieden. Und jetzt stelle ich die Silikonform, ich denke wirklich einmal für 24 Stunden beiseite. Und dann löse ich die kleinen Emojis raus. So, inzwischen sind ungefähr 24 Stunden vergangen und ich werde jetzt mal versuchen, die kleinen Emojis hier rauszudrücken. Also, der Silclay sollte jetzt komplett durchgetrocknet sein. Und, oh, das erste Emoji, was ich raushole, ist sogar das traurige. Aber ich finde, es sieht richtig cool aus, richtig niedlich geworden. Und ich hole sie jetzt nach und nach alle mal raus. Noch ein trauriges? Eben vorne gucken. Ja, jetzt kommen auch lustige. Also, hier ist auch ein lustiges Emoji, das die Zunge rausstreckt. Und hier, dass das zwinkert und die Zunge rausstreckt. Also hier einmal die ersten 4. Und hier kommen dann auch schon hier kommt das erste magnetische gleich. Ein Kussmund. Und der erste Magnet hier mit dem Herzchen. Total cool, gefällt mir sehr, sehr gut. Die ganzen Kuss-Emojis in Pink. Hier kommt... Ah, der ist noch nicht ganz trocken. Aber der guckt auch nicht so glücklich. Ich bin mal gespannt. Anscheinend trocknen die unterschiedlichen Farben auch ein bisschen unterschiedlich. Die sind alle nicht so glücklich. Oh, Gelb klebt hier auch noch ziemlich fest drin. Das lasse ich nochmal drin. Ich guck mal, wie es bei den anderen Gelben ist. Ja, die brauchen noch ihre Zeit. Also ich bin ziemlich vorsichtig und schaue mal, dass ich sie nicht zu früh rausnehme. Mal gucken, wie es mit Grün ist. Ja, der hier ist richtig happy und auch komplett durchgetrocknet. Es dauert vielleicht etwas länger als 24 Stunden bei einigen. Ups, der kommt mir sogar direkt entgegengesprungen und ist natürlich auch total happy, weil sie natürlich wenig Luft hier drinnen bekommen. Die Oberseite ist ausgehärtet, die Unterseite, die wirklich dann den Abdruck hat, braucht noch ein bisschen Zeit. Und dann löst sich das Ganze auch. Hier auch ein zwinkernder. Ja,
und sie fallen mir immer wieder runter. Da ist er. Dann komme ich hier einmal zu dem kleinen Teufelchen, auch mit einem Magneten. Auch total süß. Ah, die blauen brauchen auch noch. Ganz interessant, wie das bei den Farben unterschiedlich verteilt ist. Und die lilan springen mir auch schon wieder entgegen. Ich gucke mal, wie es hier ist. Ja, die kleben noch, die brauchen noch ihre Zeit. Ja, also ich konnte einige Farben gut rauslösen. 1, 2, 3, 4, 5 Farben habe ich schon. 2 fehlen noch von den 7. Und ich finde, sie sind richtig cool geworden. Ja, die Silikonform an sich ist auch total cool. Ich schaue mal durch, was so mein Liebster ist. Diesen hier finde ich total niedlich. Und diesen sogar mit dem Magneten, den mag ich auch total gerne. Total süß. Ja, ich hoffe, euch hat das Video auch gefallen und Spaß gemacht. Wenn ihr möchtet, schreibt mir doch in die Kommentare, ob ich diese hier auch nochmal zeigen soll, wenn sie dann komplett fertig sind. Da sind noch einige niedliche dabei, wie zum Beispiel der mit den Herzchenaugen hier in Gelb, auch mit dem Magneten dran. Schreibt es mir einfach unten rein. Also ich muss sagen, ich bin total begeistert, total niedlich geworden. Und ja, vielleicht habt ihr auch Lust, bei Twitter, Instagram, Facebook oder auch bei Snapchat mal bei uns vorbeizuschauen. Da sind wir natürlich auch überall dabei. Vielleicht möchtet ihr auch unseren Kanal abonnieren, dann seht ihr in Zukunft noch viele weitere coole Videos von uns. Und bis zum nächsten Mal bei Do-It-Yourself-Inspiration. Tschüss!